Katze Hund. In dieser Folge geht es ein weiteres und ich denke mal auch ein letztes Mal um ein hoffentlich hundesicheres Katzenklo. Ich habe ja vor einiger Zeit zwei Katzenklos ausprobiert, von denen ich der Meinung war, dass sie hundesicher sein könnten. Und in dieser Folge möchte ich euch ein bisschen was über meine Erfahrung mit dieser Machioro Outdoor Katzentoilette erzählen. Doch bevor ich anfange, möchte ich jetzt all denjenigen, die das Video nicht gesehen haben und für alle anderen, die das Video zwar gesehen haben, aber sich wegen der langen Zeitspanne vielleicht nicht mehr erinnern können, nochmal eben einen kurzen Zusammenschnitt zeigen. Die heißt Machioro, das ist eine Outdoor-Toilette. Jedenfalls funktioniert das so, dass dieser Eingang hier unten unter dieser Haube lang führt. Meine Hoffnung ist nun, dass der Götz das nicht checkt, beziehungsweise dass Götz zu groß ist, um hier drunter zu tauchen und dann hier an diese Wanne ranzukommen. Allerdings ist diese Katzentoilette nicht mein persönlicher Testsieger, aber ich denke, mit den Erfahrungen, die ich da in der letzten Zeit gesammelt habe, könnte sie trotzdem dem einen oder anderen tatsächlich weiterhelfen. Bevor ich jetzt hier alles mies rede über diese Katzentoilette, möchte ich sagen, diese Katzentoilette ist ja eigentlich eine Outdoor-Katzentoilette. Und mit dem, was ich damit bezwecke, habe ich sie ja eigentlich zweckentfremdet. Diese Katzentoilette hat eine richtig schöne große Wanne hier unten. Und wenn ich dann meinen 10 Kilo Sack Katzenstreu da reinmache, dann ist sie ungefähr, ich will mal eben gucken, so bis hierhin gefüllt, bis zu dieser Höhe. Und da komme ich dann auch schon zu meinem ersten Problem. Puck, die macht immer richtig Randale, wenn sie aufs Katzenklo geht. Also da wird der Streu mindestens einmal komplett umgepflügt. Und dadurch, dass diese Öffnung ja hier relativ groß ist und nach unten zeigt, passiert es dann, dass sie alles hier gegen schart und dann schön alles unten rausrieselt. Man könnte jetzt vielleicht eine von diesen Matten drunter legen, aber gut, das muss jeder selber wissen. Die besten Erfahrungen habe ich damit halt nicht gemacht. Und da komme ich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Da geht es wieder um Puck. Sie hat sich ja mittlerweile, wie ich auch schon verpetzt habe, zu einer Stehpinklerin entwickelt. Da kam es dann des Öfteren vor, dass hier vorne gegengepinkelt worden ist und natürlich alles schön rausgelaufen ist oder dass sich generell so reingestellt worden ist und rausgepinkelt worden ist, dass es schön im hohen Strahl dann ja, auf den Fußboden tropfte oder auch auf diese Matten tropfte. Die Matten, die kann man ja eigentlich reinigen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt zu faul für, hier jedes Mal so eine Matte zu reinigen. Und deswegen kommt das für mich einfach so nicht mehr in Frage. Was einerseits wirklich gut ist oder mir auch so ein bisschen die Arbeit erleichtert, ist, dass dieses Katzenklo keine Clips an den Seiten hat. Das heißt also, wenn man es dann tatsächlich mal gründlich in der Dusche reinigt, dann hat man nur zwei Teile. Einmal den Deckel und einmal unten die Wanne. Das war's. Keine nervigen Kleinteile, wo man dann immer so punzelig abtrocknen muss. Das finde ich für mich natürlich super und arbeitserleichternd. Ist aber wiederum auch der Grund, warum dieses Katzenklo bei uns im Haushalt nicht weiter benutzt wird. Denn hätte es diese Halterung an den Seiten, diese Klemmen, dann wäre es wahrscheinlich auch bei uns im Haushalt hundesicher gewesen. Das ist es nun aber leider nicht. Der Götz, der hatte richtig schnell raus. Ich würde mal sagen, er hat so ungefähr 3 Wochen gebraucht, wie man da oder wie er da an seine geliebten Leckerlis kommt. Er ist einfach hier unten drunter getaucht, hat sich dann ein bisschen hingestellt, den Deckel dabei geöffnet und dann schön das Katzenklo leergeräumt. Der kleine Kerl ist echt gerissen, aber was ich mir so während der Testphase überlegt habe, ja gut, der Götz, der kommt da jetzt nun drunter, aber kommen da auch größere Hunde drunter? Also sprich jetzt vielleicht, ich will es nicht übertreiben, aber so Dalmatiner, Windhund, Rottweiler, was auch immer, so alles diese Größe, da könnte ich mir vorstellen, dass da dieses Katzenklo wirklich hundesicher sein könnte.
Ich weiß es nicht, das nur so als Idee und vielleicht kleine Hilfestellung. Wenn das schon mal jemand ausprobiert hat und Erfahrung jetzt hier mit diesem Katzenklo hat, vielleicht mögt ihr mir das einfach in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch mit diesem Video vielleicht weiterhelfen konnte. An dieser Stelle erstmal Ciao Miau! Wow, wow! Was gibt's? Nee, Puck, das geht jetzt nicht. Mama wollte ein Video machen. Ja, da kannst du ruhig reingehen, das ist nicht schlimm. Geh da rein. Nein. Aber vorher möchte ich all denjenigen... Schon wieder komisch. Der ist hier wieder. Hallo. So kannst du liegen bleiben. Okay. Wie jetzt schon XYZ mal erwähnt. Oh Gott, wie schlecht. Also vom Prinzip her finde ich... Oh, Spuck. Guten Tag. Hallo. Na? Hab dich verpetzt.